Hallo und guten Tag im arschkalten Spessart. Wie konnte ich nur auf die Idee kommen, heute nach Wiestal zu fahren? Ich war vor ein paar Tagen schon mal mit meiner Frau hier und da habe ich diese alte Unterführungsüberdachung gesehen hier. Die hat mich so fasziniert. Da habe ich gesagt, musste noch mal herfahren. Aber heute hierher zu fahren, war wirklich nicht die beste Idee. Ja, ich bin heute Morgen bei strahlendem Sonnenschein zu Hause losgefahren und habe mir gedacht, machst du dir einen schönen Tag im Spessart. Aber mit dem schönen Tag wird es wohl heute nichts werden. Ich habe mir gerade noch mal die Wetterprognose angesehen. Also mehr als plus 12 Grad werden wir nicht haben. Und, Moment, ein ICE gibt es zu gucken. Ja, es dürfte derer sogar ganz viele heute zu gucken geben, denn wegen Bauarbeiten ist mal wieder das hessische Kinzigtal komplett gesperrt und der ganze Fernverkehr wird wieder hier über Gemünden, Lohr und Aschaffenburg umgeleitet. Das allerdings eben, denke ich mal, war kein Umleiter. Der dürfte aus Passau oder sogar aus Wien gekommen sein. Ansonsten muss man sagen, ist der Bahnhof Wiestal, der hieß ja früher mal Wiestal-Krommental, eine einzige Baustelle, wie man hier sieht. Man darf noch nicht mal mit dem Auto hier reinfahren. Also wer hier ein- oder aussteigen will, der muss sich schon auf den Weg machen von Wiestal. Ich denke mal, das ist so etwa 1 Kilometer von hier und kann dann hier runter marschieren. Hier sieht man der neue Bahnsteig 1, der ist schon weitgehend fertiggestellt, wird aber momentan von den Zügen Richtung Aschaffenburg und Frankfurt nicht angefahren. Die fahren heute alle, wie ich eben sehen konnte, übers Gleis 2, das heißt, da kann man diese wunderschöne Unterführung da hinten benutzen und dazu noch diesen, ja, etwas älteren Bahnsteig, also der Bahnsteig Richtung Gemünden-Würzburg, der ist befestigt mit Platten. Der hier ist es nicht. Da gibt es teilweise eine Asphaltdecke, teilweise wächst da auch einfach nur Gras auf dem Schotter. Was gibt es hier sonst noch zu sehen? Ja, gibt nicht so viel zu sehen im Moment. Kein Zugverkehr, wir blicken hier in die Ausfahrt Richtung Lohr. Da sehen wir 3 Ausfahrtssignale. Für das mittlere gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h. Denn da geht es über 2 recht enge Weichen auf das Durchgangsgleis. Im Übrigen habe ich eben festgestellt, dass die Kameraeinstellungen nicht gepasst haben. Also ich hoffe, die vorherigen Aufnahmen waren einigermaßen erträglich. Na, was soll's. Ja, eigentlich wollte ich jetzt heimfahren, denn ich habe mir gedacht, bei dem Wetter Bilder machen, Videos machen, taugt nicht viel. Dachte auch erst, ich hätte meinen Windschutz vergessen, der ist aber mittlerweile dann doch im Rucksack aufgetaucht. Also gut, wenn ich schon mal hier bin, dann machen wir noch ein paar Bilder. Ja, und da im Moment in beide Richtungen nur HP0 zu sehen ist, begebe ich mich mal auf die andere Seite der Strecke. Was wir hier links sehen, das hat man zum Ausgleich für den langen Anmarsch aus Wiestal oder Krommental gemacht. Das ist nämlich der Fußweg, den man benutzen kann, damit man hier mit dem Baustellenverkehr nicht in Konflikt kommt. Tolle Sache. Ich glaube zwar nicht, dass den jemand benutzt, aber immerhin. Die meisten Unterführungen hier an der Strecke zwischen Heigenbrücken und Lohr bestehen übrigens aus diesen schönen Sandsteinviadukten. So, bin auf der anderen Seite angekommen.
auch gerade rechtzeitig, denn ich habe gerade ein HP1 Richtung Lohr gesehen, also ein grünes Licht. Und es erscheint Weiher. Es erschien die Firma Spitzke mit der beliebten Kombi, Gleisstopfmaschine, Schotterstopf, ist egal. Gestopft wird der Schotter und ein Pflug dürfte auch dabei gewesen sein. Das ist übrigens der Wald südlich der Bahn, da wo jetzt gerade mittig im Bild dieses Haufwerk zu sehen ist. Da habe ich vor ein paar Jahren eine größere Menge an Fliegenpilzen gesehen, als ich dann hingefahren bin, um die ordentlich zu fotografieren. Da waren sie weg und aus lauter Enttäuschung habe ich dann mal hinten den Hang hochgeguckt, habe da oben Steinpilze entdeckt und bin dann mit 3 Kilo Steinpilzen nach Hause marschiert. War ein leckeres Abendessen. Gerade sehe ich noch, dass in beide Richtungen alle Signale rot zeigen. Denke ich, kannst du dich mal in die Büsche schlagen und den Morgenkaffee entsorgen? Gerade noch mal gut gegangen. Da höre ich auch schon wieder die Schienen singen. Kommt was den Berg runter von Heigenbrücken her. Mal sehen, was wir da zu bieten haben. Hört sich schnell an. Ja. Oh, der Deutschlanddienst. Am 3. Oktober hätte er gut gepasst. Leute, Leute, was mache ich nicht alles für euch? Weiß nicht, ob ihr eben im Bild die Stützmauer an der Südseite des Bahnhofs gesehen habt. Da habe ich mir gedacht, da könntest du mal hin. Sehr interessant, ja, aber was für eine Kletterpartie. Belohnt werden wir mit einem Flixtrain, bespannt mit einer schneeweißen Vectron. Sehr schön. Ja, da muss ich eben runter, um an diese Stelle hier zu kommen, ne? Ich möchte das bitte entsprechend gewürdigt haben. Vielen Dank auch. So, da haben wir noch mal einen ICE. Ich hätte aber gerne, bevor ich weiterziehe, nochmal einen Richtung Aschaffenburg fahrenden Zug. So wie das aussieht, wird der Wunsch jetzt auch prompt erfüllt. Da kommt nämlich einer den Berg hoch.
Na gut, da verschwindet er um die Ecke und das soll es dann gewesen sein von hier. Ich mache mich mal an den Aufstieg. So, Aufstieg hat unfallfrei funktioniert. Ah, Leute, ich komme mir vor wie der Louis Trenker. Kennt ihr überhaupt den Louis Trenker noch? Die Älteren unter euch vielleicht, ne? Das war dieser Südtiroler Bergfex, der im Fernsehen immer von seinen Bergabenteuern erzählt hat. Ach, das ist lang her. Das hier, wo wir gerade stehen, das war zeitweilig war das eine ganz nette Fotostelle. Aber wie man sieht, zwischen den Gleisen 2 und 3 ist mittlerweile reichlich Bewuchs entstanden. Da wuchern die Birken. Und im Vordergrund lassen die Bautätigkeiten ihre Spuren in Form von altem Asphalt, altem Mauerwerk, was auch immer, zurück. Eigentlich schade. Aber Birken her, Birken hin. Stell mich jetzt trotzdem mal hier in Positur. Denn da kommt ein Zug hoch, das ist der RE54. Wenn ich die Blechelse eben richtig verstanden habe. Und der verkehrt heute ohne Fahrradbeförderung. Und das an einem Sonntag. Na, herzlichen Glückwunsch. Er schlängelt sich vom Durchfahrtsgleis auf das Mittelgleis, auf Gleis 2. Jetzt das Problem mit den Radfahrern sein soll, erschließt sich mir nicht ganz. Ja, doch, ich hab's verstanden, Man muss einfach mal in den Zug reingucken. Da werden heute nämlich statt Fahrradfahrern vorwiegend Heringe befördert. Jo, winke, winke und tschüss. So, die Blechelse hat eben den RE nach Würzburg verkündet, mit einer Verspätung von etwa 15 Minuten. Also er fährt 45 statt 30 und Grund für die Verspätung ist das erhöhte Fahrgastaufkommen. Das dauert natürlich dann viel länger mit dem Ein- und Aussteigen. Ja, da werde ich hier mal die Hühner satteln und ein Stück weiter Richtung Texas reiten. Oder genauer gesagt, ein Stück runter bis nach Krommental. Da gibt es nämlich auch eine schöne Stelle. Ja, zwei auf einen Streich, hätte das tapfere Schneiderlein gesagt, waren das. Und ich hatte diese Stelle hier etwas attraktiver in Erinnerung. Ich meine, ich hätte hier schon ein paar sehr schöne Fotoaufnahmen gemacht. Aber jetzt ist es leider so, dass man immer diese Abspanndrähte im Bild hat. Und das stört ein bisschen beim Filmen. Ich habe deswegen nochmal das Teleobjektiv aufgeschraubt. Und will mal gucken, ob wir hier noch eine brauchbare Aufnahme hinbekommen von einem bergwärts fahrenden Zug.
Einen habe ich natürlich eben prompt versemmelt. Ja, ich glaube, mein Wunsch wird erfüllt. Da hinten sehe ich ein grünes Licht Richtung Heigenbrücken. Aber bevor es soweit ist, nehmen wir erstmal diesen Zug hier mit. So, ich war jetzt zwischendurch mal im Auto, mit zwei wichtige Utensilien geholt, aber erst nehmen wir mal den RE mit. Das war der verspätet unterwegs ist, weil so viele Leute mit ihm fahren. Also viele Fahrgäste, das ist nichts, womit die Bahn umgehen kann, muss man sagen. Ja, ich war, wie gesagt, kurz am Auto und habe mir, um diese Einstellung hier besser realisieren zu können, zum einen mein Stativ geholt, zum anderen mein Mittagessen, bestehend aus einer Affengurke, landläufig bekannt als Banane. Ja, ich wollte gerade erzählen, dass am westlichen Horizont ein grünes Licht aufgetaucht ist. Hab noch nicht richtig den Knopf gedrückt, da kommt auch der Zug schon um die Ecke. Gut, soll es von der Stelle hier gewesen sein. Ist jetzt nicht so prickelnd, vor allem der Straßenverkehr, der hier ständig vorbeifährt, stört mich ein bisschen. Ich suche mir noch mal eine andere Stelle. Ja, ich bin jetzt von Krommental noch ein paar Kilometer Richtung Partenstein gefahren und habe hier, Wunder, oh Wunder, tatsächlich noch eine Stelle gefunden, wo man ein paar Aufnahmen machen kann. Das wird jetzt hier aber auch die letzte Einstellung werden, denn das Wetter will und will nicht besser werden. Es bleibt kalt, wir haben vielleicht 9 Grad Celsius. Der Wind wird immer stärker, die Sonne kommt nicht raus, es wird eher wieder düsterer. Das will ich euch dann auch nicht zumuten und mir schon gleich gar nicht. Zumal meine Frau es verstanden hat, mich nach Hause zu locken. Ja. Da kommt noch ein ICE den Berg hoch. Ich denke, den nehmen wir noch mit. Und dann war es das für heute. Einmal ICET, bestehend aus einem führenden 415er und einem 411er. In gemütlicher Fahrt die östliche Spessartrampe hoch. Wie gesagt, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Reinschauen und hoffentlich bis bald mal wieder. Macht's gut und tschüss.